das kann ich doch nicht jetzt nach einer Stunde Spielen auffallen, dass die Musik so laut ist. So. Ah, hier wird wieder fleißig gekocht. Ich werde das auch verkaufen. Karotten an sich. Kommen 30 Stück jetzt hier rein. Kohl. Haben wir nur 11 Kohl? Ach ja, stimmt. Haben wir, schwierig. 11 Kohl. Kommen hier, kommen komplett rein. Zwiebeln. Alter, haben wir jetzt viele Zwiebeln bekommen. Aber haben die auch gar keinen Wert, ne? Zwiebeln haben gar keinen Wert. Gut. So, hier wird wieder fleißig Wasser geholt. Ich kann natürlich... kann natürlich die Mucke nochmal zwei leiser machen. So. Muss ich mal gucken, dass ich irgendwie anders raustappen kann. So, Holz rein, Escape. Bretter rüber. Stroh, Steine. Ey, machen wir direkt nochmal eine Eisen, eine Kupferfuhre, ne? Bin ich stark dafür. So, wir gehen jetzt verkaufen ein bisschen. Mehl. Ein Mehl können wir für 5 verkaufen. Roggen, Roggen, Korn, Steine. Haben wir Federn? Federn, 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 Federn. Da, 31 Stück. Naja, komm. Wird auch ein bisschen was verkauft. Einfach für unser Lager. Damit da wieder ein bisschen Platz reinkommt. Okay. Dann mache ich jetzt... wir gehen hier hoch, verkaufen, flirten eine Runde und dann gehen wir noch ein bisschen... Spitzhacke hält wahrscheinlich nicht mehr viel aus, ne? Wir haben keine mehr. Nee, doch. Wir haben unsere kaputte verkauft. Oh, das war clever. Ich glaube, wir haben unsere kaputte verkauft und die ganze haben wir behalten, ne? Da, Steinspitzhacke. Auf die 6. Das war sau clever. Ja, cool. Machen wir die nächste Runde, da kommen neue Wohnhäuser und alles dazu. Geht's denn jetzt von der Musik her? Frage ich natürlich jetzt, wo die Musik gerade aus ist. Hoffen wir, dass keine bösen Streitmächte über das Dorf herbeigezogen sind und das Dorf, wo wir jetzt hingehen, ausgerottet haben. Übrigens, ich gucke ja nebenbei noch ein Let's Play. Ich spiele das ja nicht nur selber. Ich lasse ja während der Arbeit, ich brauche immer was im Hintergrund, lasse ich ja auch Let's Plays laufen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass man früher alle Dorfbewohner anwerben konnte. Also selbst die hier, nee, warte mal, selbst ihn hier, den Domrat, oder ihn hier, er arbeitet ja hier, der ist ja fester Bestandteil hier vom Dorf, aber selbst die konnte man damals anwerben. Man konnte ganze Geisterstädte haben. So, Quicksave. Unsere Frau, jetzt ist sie dran. Wir brauchen nur noch 5 Zuneigungen. Romantik, so, mon chéri. Wie geht es dir, meine Schöne? Dein Lächeln ist wärmender als das... Na. Ah. Es wird langsam wirklich schwer in deiner Gegenwart, meine Hände bei mir zu halten. Plus 7. Zack, so. Da haben wir sie geknackt, Leute. Hände bei mir halten ist schwierig, zack, und schon hat die Bock auf uns. Das heißt... So, meine Lieber, ich habe noch nie so gefühlt und das macht mir Angst. Aber lieber verbringe ich mein ganzes Leben in Angst, als auch nur einen Atemzug mehr ohne dich, mon chéri, dich als meine Frau. Ich möchte dich raben, ich möchte dich knacken, ich möchte mit dir Nachfahren gründen. Wie stehst du dazu? Hallo, hattest du mich schon überzeugt? Etwas peinlich, wenn ich bedenke, dass du nicht mal Hallo gesagt hast. ich wollte nur schon immer mal sagen, das können wir noch mal, das können wir noch mal anfangen. Was? Sicher. Lass uns heiraten. Lass uns, mon chéri, du bist jetzt mein. Sehr gut. Bunga bunga, yeah. Mit der Keule überm Kopf haben wir sie am Zopf nach Hause geschleppt, yeah. Als sie wieder zu sich kam, hat sie uns gesehen und musste brechen. Naja, okay, gut. Bei dem Gesicht. Aber was willst du machen? So, mon chéri, lass mal talken. Lass mich dich mal genauer ansehen. Ich will mal gucken, wie das hier überhaupt funktioniert. Lass mich dich genauer ansehen. Du wohnst bei mir.
Alles klar. Du, oh, Arbeitskraft. Wichtige Arbeitskraft. Sie ist gut im Jagen. Okay, bringt uns nicht viel, aber vielleicht können wir einer der Jäger, nee, können wir nicht. Wo ist der andere Jäger? Da. Ah, fischen. Nee. Merde. Noch eine dritte Jägerhütte machen? Moin, Simpel. Schön, dass du da bist. Das geht. Angie direkt abgehauen. Noch eine Jägerhütte? Macht das Sinn? Ich weiß nicht. Ich fühle mich leicht angetan. Aber aktuell ist unsere Frau absolut so nichts zu gebrauchen. Die ist arbeitslos, ganz ehrlich. Die ist erstmal arbeitslos. Aber warte mal. Hey. Hallo. Meine Hübsche. Lass uns mal ein bisschen reden. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Könntest du dieses Geld zum... Nein, wir haben noch gar keine Schulden. Nein, wir haben nicht. Könntest du dem Herold mitteilen, dass wir den Auftrag des Königs erfüllt haben? Was? Haben wir noch? Was für ein Auftrag? Was für ein König? Wie steht es um unser kleines Königreich? Das kann ich ja noch gar nicht wissen. Unsere Arbeiter brauchen mehr Handwerksmaterialien. Kennt unser Dorf noch nicht mal. Was ist das für eine Hellseherin? Im Bett liegen. Bei dir. Naja, solange wie das vorgewärmt wird und du nachher weg bist, wenn ich mich rüberlegen möchte, ist alles okay. Solange kannst du da drinnen liegen. Ist mir. Du, mach gerne. Mach gerne. Ne? Bitte die rechte Seite aufwärmen. So Romantik. Mon chérie, ich denke, wir sind bereit, ein Kind zu bekommen. Was denkst du? Ein Kind machen? Oma, also ich, Persönlichkeit, Freigeist. Ich bin am überlegen, die ist ja arbeitslos, ne? Die hat ja nichts auf dem Kasten, die kann ja nicht außer jagen. Wir haben gerade keinen Jägerbedarf. Ich bin am überlegen, aber direkt so einen kleinen Balk heranziehen. Ich meine, es dauert 18 Jahre, bis der Kleine arbeiten kann. Ich würde, wenn es an mir ginge, wenn der reden kann, kann er auch arbeiten, aber... Da liegt schon Leder. Das ist aber blöd. Das ist auch blöd. So. Dann schöne Grüße, ne? Ja, bei mir... Ja, du, ich zock hier halt, ne? Das geht bei mir. Ich frag mal, Mon chérie, magst du mit mir einen kleinen... Wenn ich jetzt wegteleportiert werde, weil wir ein Kind machen wollen, das ist ja auch blöd, ne? Ich mach erst ein... Das machen wir erst, wenn wir... ne? Immer mit Ruhe. So, könntest du einen Schritt zur Seite gehen? Danke. Sie spurt, Leute, sie spurt. Sehr gut. Wo kann ich denn hier verkaufen? Da. Moin! Lumbomira, zeig mir deine Ware. Ich bin am überlegen. Dicke Lederhandschuhe. Die dicken. Verkaufe ich. Die wollte ich behalten. Die wollte ich eigentlich bei uns in die Kiste legen. Ne? So, erstmal Fettkarotten verkaufen. Für kein Geld. Haben keinen Wert. So, Zwiebelnfett verkaufen. Für kein Geld. Hat keinen Wert. Fleisch verkaufen. Für hat auch keinen Wert. Warte. Kohlsamen wollen wir verkaufen. Die Federn wollen wir verkaufen. Leder wollen wir verkaufen. Pelz wollen wir verkaufen. Stöcke wollen wir verkaufen. Zwiebelsamen wollen wir verkaufen. Alles leer. So. Hat nichts gebracht. Schade. Tschüss. Tschüss, sagte ich. Ja. Nö, ich komme nie wieder. Ich habe meine Frau. Tschüss. Ich komme hier nicht mehr in dieses kleine, mini abgeranzte Dorf, weißt du? Also. Für was denn? Für was denn, Leute? Wo ist der Höhleneingang da? Kann man sich hier... Wenn ich mir hier ein Lager hinbaue, spawnt da drin wahrscheinlich nichts mehr, ne? Kann man sich hier Lager hinbauen? Ich baue ein bisschen Kupfer ab. Wir dürfen ja gerade nichts dabei haben. Na, wunderbar. Angie, direkt wieder hart am Abfeiern. Na gut, ich bin dafür, dass wir mal einen schönen Wanderausflug mit unserem Dorf machen. Und zwar hier in die Minen. Und dann zeige ich denen mal... Eine richtig geile Attraktion, die nennt sich Kupferader. Und dann zeige ich dir mal, wie das Instrument Spitzhacke funktioniert. Da können wir mal einen schönen Dorfausflug machen, in dem alle hier drinnen alles abbauen, weißt du? Da können die mal so richtig schwitzen. Aber langsam ein richtiges Steinlager. Ich schmeiße immer die ganzen Steine raus einfach. Die spawnen auch gar nicht. Falls wir irgendwann noch Steine brauchen, ne? In Steinnot geraten. Hier liegt genug. Hier liegt mehr als genug
Kann das sein? Nee, das ist ja Salz, ne? Ein Eisen, das nervt mich ein bisschen. So, den will ich da abbauen. Und dann schmeißen wir die Steine wieder raus. Und dann hoffen wir, dass wir halbwegs laufen können. So. Letzter Schlag. 25 Kupfererz, 30 Steine. Ich denke, das sollte funktionieren. Steine alle rausschmeißen wieder. Oh, immer noch zu schwer. Um 0,9 ist klar. Warte mal, was können wir denn da? Können wir denn da hier? Gewicht 0,4. Nee, 0,04. Eisenfall. Ja, auch zu viel. Gänseblümchen. Gänsefleisch mal. 0,09 bin ich zu schwer. Heidwegerich. Und ein Löwenzahnnaschen. Noch ein Löwenzahnnaschen. Ah, das ist Kacke. Bin ich ehrlich. Schaufel, Kupfererz. Ich schmeiß jetzt irgendwas weg. Bin mir noch nicht so sicher, was. Grüß zurück, aber ein bisschen genervt. Warum das denn? Bin ich schuld? Hallo? Ist alles gut. Gibt Geschenke demnächst. Gibt Geschenke. Ich bringe was mit zur Wiedergutmachung, falls ich schuld war. Wenn nicht, ah, das hätte ich nicht sagen sollen. Simpel, nerv einfach für mich zurück. Falls ich schuld war. Wenn nicht, nehme ich alles zurück. Guck mal, wir sind um 0,06 zu schwer. Das heißt, wenn wir... Einfach alles weggeworfen. Sehr gut. Na gut. Es geht wieder zurück ins Dorf. Was ich nicht mehr sehe. Oh, ist auf wilde Tiere gestellt. Was habe ich da noch vor? Ich habe Bock auf wilde Tiere. Alle Gebäude. Macht mehr Sinn. Nee. Alles macht am meisten Sinn. So, danke dir. Okay. Wilde Tiere. Naja, da. Es wird eine wilde Nacht heute. Mit wilden Tieren. Ich freue mich schon auf unseren ersten Stall, du. Ah, da werde ich so viel Spaß und Freude haben. Da wird es richtig versaut. Da holen wir uns einfach ein paar Schweine rein, weißt du? Bin am Überlegen, der gute Lobomir. Oder wie der hieß. Ich glaube, Lobomir hieß der, ne? Oder Lombardi. Petro Lombardi, irgendwie so ähnlich, der da unten arbeitet, der Holzfäller. Der hat wieder eine Quest. Ich habe gerade überlegt, ob ich die mache. Das sind immer so easy. Es ist immer nur einfach nur Bäume fällen. Fällt Bäume! Sie freut sich auf Geschenke. Haha. Gut. Sehr gut. Doppelkekse. Mag ich sehr gern. Ich schenke eine Packung Doppelkekse. Wenn wir denn irgendwann mal kommen. Wenn es teure Geschenke sein sollen, du, ah, schwierig, mit terminlich da mal vorbeizukommen. Ganz schwierig, ganz schwierig. Fallen, Hasenfallen. Nein, 10 Stöcker! Ey, Alter! Mach mal 10 Stöcker! Ihr liegt schon im Bett, sag mal. Guck mal auf die Uhr. Es ist gerade mal. Ist die richtige Zeit dafür. Ist die richtige Zeit, auf jeden Fall. Wenn man dieses Spiel spielt, ne? Lena wird auch mal bald zocken. Was denn? Rocket League? Valorant? Denk dran, Simpel. Ab Januar, wenn Kali wieder zurück aus dem KH ist, ne? Geht die Valorant-Karriere los. Da wird richtig durchgestartet. Falls du dich mit anschließen willst und professionelles in ein professionelles E-Sports-Team rein möchtest und wir dann in irgendeiner Liga, sei es mal in Asien oder hier in Köln oder keine Ahnung wo, einfach mal einen 1,4 Millionen Checkpot abräumen möchtest, dann schließ dich uns an. Mit uns ist es möglich. Also wir werden richtig krank werden, ne? Also das ist... Bin dabei. Haha. Das Haha dahinter verstehe ich nicht so ganz. So. Klingt so, als würdest du denken, das wäre noch ein Spaß. Wohnhäuser, Leute. Baue ich jetzt da in die Wohnsiedlung weiter oder baue ich hier noch ein Wohnhaus hin? Ich weiß es nicht. Ich glaube dahin die Wohnsiedlung, ne? Let's do this. Ey! Dreh ein bisschen schneller, die Leute haben Durst. Aule Schweine bei uns im Dorf.
Ganz ehrlich, wenn wir irgendwann mal einen Tierstall haben, ne? Und haben da ein paar Säue. Die werden effizienter für uns arbeiten als unsere Dorfbewohner. Ich schmeiß doch dann auch alle Bewohner raus und leben nur noch mit Schweinen zusammen. Würde ich präferieren. Ich mach gerade nur Kacke. Bin dabei, Chef. Sehr geil. Das ist die Arbeitseinstellung, die ich sehen will. Besser als das da. Besser als die Brunnentante da, ne? Simpel, so gefällt sie mir. Und dann schließt sich Lena auch. Moin, Lena! Genervte Lena. Schön, dich hier lesen zu dürfen. Ja, und dann ist die da, macht dann die Lena auch mit bei Valorant. Und dann machen wir halt so ein Fünfer-Team. Kali, ich, du, Lena. Ein bisschen anschielen, da sind wir auf 5. So. Und Defi natürlich. Defi, den. Wie konnte ich Defi vergessen? Der sich die ganze Zeit nie blicken lässt, außer wir spielen Valorant. Sehr gut, Mann. Dass der noch keinen neuen Streamer gefunden hat? Ah, wobei. Was für genervt. Ich glaube, da sind Unstimmigkeiten bei euch. Kann das sein? Ich bin auch nebenbei Therapeut, ne? Also, falls ihr euch beraten lassen wollt, ne? Setzen wir uns gerne zusammen. Ich werde mit Geschenken bezahlt. Ja. Sera, der Asiamann, der kommt und einfach, weil er alles kann. Hä? Wo war der Kontext? Wo war der Sinn? Da los! Muss man ein Oberteil innen runterziehen. Wir bauen alles einfach ganz weit hoch. Häuser erstellen wir und trinken darin ganz oben Bier. Da, 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 da. Okay, cool. Ja, warte mal. Unsere Tante meinte, uns fehlt Werkzeug. Uns fehlt Werkzeug. Wo soll uns denn Werkzeug fehlen? Ich glaube, die ist betrunken, oder? Wir müssen unsere Frau wieder rausschmeißen. Die lügt. Die lügt! Uns dreckig ins Gesicht! Moment, das kann ja gar nicht sein. Verwaltung, Scheune. Kein Material. Ach so, ja gut. Ja gut, das kann man so nicht sagen. Also, dass uns da Material fehlt, das kann man so nicht sagen. Das ist gelogen. Mehr oder weniger. Wir erleben ganz große Abenteuer und wir springen abends auch mal nackt ins Feuer. Okay, gut, ich sehe mich jetzt hier noch nichts mit Kupferbahnen machen. Von daher, zack, rein, sehr gut. Simpel hat seine Tage. Hä? Waren die jemals schon mal weg? Ich kenne die ja gar nicht anders. So, warte mal. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 10? 10? 7? 10? Ich weiß es nicht. Brauchen wir 7, 10? Dorfbewohner, ich brauche 7, 10. Ich brauche Freiwillige. Schatz, ich liebe dich auch. Oh, wie süß. Und traurig, dass man sowas schreiben muss. Liegen nebeneinander im Bett. Und er schreibt es im Chat. So, die Jugend von heute. Weißt du, befinden sich im selben Raum. Simpel holt Handy raus und schreibt, kannst du mir was zu essen machen? Die so, nee, mach selber. Na gut. Ich glaube, ich habe hier eine verlorene Wimper irgendwo hängen. Ich sehe sie die ganze Zeit, aber oh, ich krieg's aber auch nicht ab. Sag mal, warte mal. Nee, auch nicht. Eine ziemlich fesselose Wimper. Jetzt hatte ich gerade Leber im Kopf, aber fesselose Leber. Nein. Da hast du aber recht. Siehste? Aber das habe ich jetzt nicht an euch ausgemacht. So ist halt die Jugend von heute, weißt du? Hallo? Jetzt sag mir nicht, dass hier einfach Zweige im Weg sind. Wir deswegen... Hammer! Und eventuell der. Und eventuell die Zweige. Schaufel? Ich merke mir nie, wo wir welches Tool haben. Sie würde nicht mehr Essen machen. Ja, das meinte ich halt. Deswegen habe ich ja gesagt, nee, mach selber. So. Wer kocht denn bei euch? Ich frage einfach mal. Wer ist bei euch der Chefkoch? Oder ist das, mal so, mal so?
Jetzt hör mich hier schlecht zu machen. Das kann man gar nicht. Hier kann niemand jemanden schlecht machen. Ich baue direkt zwei Häuser parallel. Ich habe stets immer nur Bestes von dir gehört. Also dich jetzt hier noch schlecht zu machen, das geht gar nicht. So. Yeet! Ich würde es euch gerne... Oder nee, warte mal, ich zeig's euch einfach. Das war simpel. Danke für dein Resub. Und guck mal hier. Alles auf Deutsch. Noch nie auf einer anderen Sprache gewesen. Simple gave out. One community subgift. Was? Warum steht das? Das ist zum ersten Mal auf Englisch. Simple, thank you for your gifted sub. I'm proud of you and I love you and oh, was ist da los? Da kommt direkt nochmal. Simple hat ein verschenkt. Jetzt wieder auf Deutsch. Ich wollte es nochmal anmerken. Okay, gut, dann bereite alles vor. Komm, 10 Stück sind's. Vielen lieben Dank. So. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6. Oh nee, nicht so. Und 7 und 8 und 9. Und der letzte 10. So, und? Konnte man meinen Arsch sehen? Ich weiß nicht. Ziemlich knapp heute das Oberteil. Na gut. Weiter geht's.